Ich habe ja gerade, vielleicht hast du es ja mitbekommen, richtig Stress mit Jan Böhmermann. Also ja. Richtig so. Ja. Man könnte ja schon sagen, es entsteht so langsam eine große Abneigung und so ein richtiger Hashtag Böhmermann. Hashtag Böhmermann. der hat ja eine Kundenservice-Hotline. Ja. Hast du da schon mal angerufen? Nee. Nee? Mm-mm. Wollen wir das mal gemeinsam machen? Ja, das machen wir jetzt. Wir haben ja noch so eine Viertelstunde ungefähr. So, und dann muss ich mal gucken. Und vielleicht kriegen wir ihn ja auch dran. Oder beziehungsweise, ich glaube, du kannst nur auf der Mailbox da sprechen. Oh. Hallo. Ah, und da ist er schon. Willkommen beim persönlichen telefonischen Kundendienst von Jan Böhmermann. Ja. Ihrem sympathischen Volksspaßvogel, bekannt aus der Sendung Neo Magazin Royal in ZDF Neo und ZDF und dem Spotify Erfolgspodcast Fest und Plauschig zusammen mit Olli Schulz. Das ist Musik, ne? Also es gibt auch richtig unterschiedliche Musik. Ich habe richtig gehört. Ich bin es selber, ganz persönlich, Ihr Jan Böhmermann. Und ich freue mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass für Ihren Anruf beim persönlichen telefonischen Kundendienst von Jan Böhmermann lediglich die ganz normalen Kosten für einen Anruf ins Deutsche. Das finde ich gut. Ich habe eine Flatrate. Ist mir scheißegal. Aber du kannst jetzt mal dran gehen oder beziehungsweise irgendeine Mailbox dran schalten, weil wir brauchen die Tickets. Würdest du auch so energisch dagegen gehen und dann sagen? Ich würde das voll überall posten. Geht ja gar nicht. Ja. Ich esse jetzt noch was. Ja, wir essen auch mal. Von Jan Böhmermann. Mhm. Sind Sie genau richtig, wenn Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen zur Anmerkung Kritik? Von Jan Böhmermann haben? Beschwerde ist das. Haben wir. Scherz beschweren möchten oder wenn Sie einen Witz nicht verstanden haben. Ha. Auch wenn Sie Jan Böhmermann persönlich da rufen bestimmt welche an. erzählen möchten oder ein paar private Fragen an Jan Böhmermann richten möchten. Privat? Ist das privat? Nee. Nee. Ist geschäftlich. Ist schon geschäftlich. Müssen wir schon mal reagieren. Oh. Das ist so schlimmer als Fahrstuhlmusik. Und es ist auch noch so kratzig. Persönliche telefonische Kundendienst von Jan Böhmermann Ihnen ja, wir wissen es jetzt, ne? Von Jan Böhmermann. Wählen Sie bitte aus dem nun folgenden Menü aus, was wir für Sie tun können. Ja. Ja, dann sag doch die Zahlen. Das Geile ist, wenn du dann irgendwie dich vertippt hast, ne? Und dann so, ja, vielen Dank für Ihren Anruf. Und denkst du so, nein, ich wollte nur Kundenberater sprechen. Und du denkst einfach so, warum? Über einen Witz von Jan Böhmermann beschweren möchten oder einen Witz nicht verstanden. Vielleicht ist das ja auch ein Witz gewesen mit der... Mit der Hotline. Ja, nein, mit den Karten. Dass der mich irgendwie trollen wollte. Du könntest ihm schon zutrauen. So. Wollen wir ihn loben? Konstruktiv verbessern können. Konstruktiv verbessern. Zwei. Ich hab gedrückt. Vielen Dank, dass Sie Jan Böhmermann loben möchten oder ihn konstruktiv verbessern wollen. Ja. Sie haben jetzt die Chance, Ihre Nachricht auf die Service-Mailbox von Jan Böhmermann zu sprechen. Ey Böhmermann, hier ist der Kmetsch. Ey, ganz ehrlich, ich hab zwei Karten bei dir gewonnen über diese Lotterie, ne? Ich finde das ja echt erstmal kacke, weil du da zwei Jahre irgendwie drauf wartest. Aber auf jeden Fall, ich hab jetzt diese Karten, ne? Also ich konnte die nicht bestellen, weil so ein scheiß Serverfehler da war. Das kotzt mich richtig an. Morgen ist die Aufzeichnung. Kannst du da jetzt nicht mal irgendwie die Tickets irgendwie bereithalten oder so? Also, das finde ich voll scheiße von dir, ja? Ich hab mich so gefreut. Doppelaufzeichnung. Und ja, das erste Mal bei dir in der Sendung, ne, das wäre richtig toll gewesen. Ich hätte auch ein bisschen Konfetti mitgebracht, ja. Aber dass du einfach so ein Assi bist, ja, dass ich nicht in deine Sendung kann. Ich finde das voll kacke. Mach bitte. Also, wäre schön, wenn du dich meldest. Aber mach das auch, ja. Also nicht einfach hier so, ja, wir machen das, sondern ich will das unbedingt, dass wir uns morgen sehen. Und dann machen wir auch ein Foto. Und dann, weil du bist schon so ein bisschen mein Idol. So, ne? Du machst coole Sachen und so. Und ne? Aber wäre cool. Ja, also ist nur so ein bisschen konstruktive Kritik. Und es wäre halt toll, wenn wir einfach da so gemeinsam, vielleicht kann ich ja auch was von dir lernen oder so. Ne? Ich mache ja fast das Gleiche so. Also Fernsehen so. Konfetti, ja. Ich finde, ein bisschen mehr Konfetti könnte auch in deine Sendung. Ja. Ja, so ein bisschen immer um Konfetti werfen und so, das wäre cool. Ja, und dann
Alter, wie viel kann ich eigentlich hier auf die Mailbox quatschen? Also, ich quatsche einfach weiter, weil das wird schon gut. Also, wie gesagt, wäre cool, ne? Vielleicht komme ich auch mal so einen Tag vorbei, mache ich mal Praktikum oder so, ne? Dann kannst du mich so ein bisschen mal da so reinbringen, ne? Mal so ein bisschen Verbesserung kann man ja immer gebrauchen, so als Moderator, ne? Ja, läuft immer noch. Wir frühstücken übrigens gerade. Die Izzy ist gerade neben mir und du kannst sie nicht sehen, aber die sieht voll cool aus. Die hat auch eine Brille wie ich, ne? Und macht jetzt bald Doktor und so. Und ich mache eigentlich ja schon eh die bessere Sendung als du, weil ich habe immer Essen, ja? Also gerade esse ich hier so einen Donut, der ist ganz lecker, oder? Was meinst du? Also ich finde den richtig gut, ja. Izzy findet auch, das ist gut. Und er ist pink. Und er ist pink, ja. Mhm. Pink wird Trendfarbe 2018. Weiß ich jetzt schon. Und wie ist das so, kann vielleicht, also in der nächsten Sendung, könntest du vielleicht das so einbringen, so dass jeder Gast bei dir im Studio, ne, irgendwie so mal so mich grüßt oder so? Also das wäre ganz cool. Oder vielleicht kann jeder Gast einmal mich so rufen oder so. Das Kmetsch. Kmetsch. Also Kmetsch, ne? Also nicht Kmetsch, weil Kmetsch ist, wäre falsch. Also das sagte mal der Marci. Das ist mein zweiter Chef hier, also ja. Ich weiß nicht, was ich noch sagen. Also ich finde es auf jeden Fall echt cool so, ne, dass man dich jetzt so anrufen kann, dass man so ein bisschen Kritik auch loswerden kann. Und man hofft ja eigentlich auch immer, finde ich, ne, dass man jetzt, dass du auf einmal abnimmst und sagst so, ha, ich bin da. So, ne, weil das Telefon wahrscheinlich eh unten irgendwo im Keller rumgammelt und ja, naja, der Anrufbeantworter ist bestimmt eh voll, also wirst wahrscheinlich eh die Nachricht nicht hören. Aber das finde ich dann scheiße, ja? Also das muss ich echt sagen. Das ist richtig, richtig kacke, wenn dann auf einmal irgendwie so ein Vollhonk, ja, der irgendwie so, ey, Böhmermann, ja, bist voll der Spaß, ja? Wenn irgendwie sowas kommt, ja, das finde ich voll kacke, weil ich meine, man muss so ein bisschen Lob kriegen, man muss auch so ein bisschen Kritik geben. Und ich glaube einfach, wenn du jetzt sagen würdest, ey, weißt du was, morgen Doppelaufzeichnung, Kmetsch und die Lisa mit E, das ist ganz wichtig, weil die wollte nämlich mitkommen. Da geben wir dir die Tickets ab, das wäre cool. Naja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Wir spielen gleich Elex hier. Das ist richtig, richtig cool, das ist ein neues Spiel. Kommt 17. Oktober, ist heute, ne? Heute. Kommt es heute raus. Also vielleicht ist das ja auch vielleicht für dich was, so... so Gaming-Kmetsch oder so. Dann können wir irgendwie so statt Photoshop Philipp, warte mal, dann müssen wir irgendwie. Konfetti-Kmetsch. Guck mal, Konfetti-Kmetsch. Ich pass bei dir rein. Konfetti. Yay! Yeah. Neuer Hashtag. Ich finde es richtig gut, ja. Das ist Konfetti-Kmetsch. Finde ich cool. Also, ja. Können wir mal machen. Wir machen da. Wir machen da so einen Jingle. Du kannst das richtig gut. Na gut, ich muss jetzt die Izzy noch verabschieden, weil wir wollen jetzt gleich noch über das Thema Elex kurz vielleicht noch mal kurz einleiten, was sagen. Und ich habe noch was Schönes unten in meiner Schublade, ein kleines Büchlein. Also, Janni, tschüssi, ne? Küsschen, ne? Und vielleicht bis morgen, ne? Ich freue mich. Tschüss!